Einen wunderschönen und hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu Tag 2, zum Samstag, zum ersten Renntag der DTM am Nürburgring. Es ist viel Krasses angesagt, es ist sehr groß Gewitter angesagt, was eigentlich schon nach Red Flags und vielleicht, dadurch, dass es Gewitter ist, sogar Eventabbruch schreit. Wir sind gespannt, ich nehme euch mit. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Let's go! Schade. Wir haben es 8 Uhr und mein heutiger erster Gang sollte eigentlich zum Bäcker gehen, damit ich mir fix was zu frühstücken kaufen kann. Der Bäcker hier ums Eck hat aber leider zu und der nächste ist so weit entfernt, dass ich keine Lust habe, dorthin zu gehen. Zumindest der nächste gut bewertete. Ich will jetzt nicht zu einem der... Was waren das? 2,8 Sterne hat? Nee, das lasse ich. dementsprechend fahren wir jetzt los, ab zur Strecke und werden dann dort etwas frühstücken. Das macht es natürlich teurer, aber was soll's. Übrigens muss ich nochmal erzählen, gestern habe ich also was Historisches erlebt für mich als Content Creator. Denn gestern hat mich der allererste Zuschauer jemals angesprochen. Hey, bist du nicht Kampfelone? Alter, das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, deswegen ich habe nicht nach deinem Namen gefragt. Grüße gehen raus an dich. Ich habe mich echt geehrt gefühlt, ein bisschen. War aber auch ein bisschen aufgeregt. Ey, krass. Wirklich ein krasses Gefühl, das erste Mal so erkannt und angesprochen zu werden. Heftig, wirklich, wirklich heftig. Naja, wollte ich nur noch mal loswerden. Wir steigen jetzt rein ins Auto und ab geht's zum Nürburgring. Übrigens, der Grund, warum ich nicht die Öffis nutze, ist auch das Gewitter. Normalerweise hat man im Nürburgring DTM-Ticket, auch öffentliche Verkehrsmittel kostenlos mit drin, dass man die tagsüber nutzen kann. Nutze ich diesmal leider nicht. Ich hätte es tatsächlich mal gemacht. Aber halt, wenn das Gewitter hier ankommt, dann will ich nicht auf Öffis angewiesen sein. Da will ich mich in mein Auto setzen. Ja, und da bin ich sicher. Übrigens, eine kleine Besonderheit gibt es hier beim Nürburgring. Das DTM Qualifying wird in zwei Gruppen stattfinden. Gruppe A und Gruppe B. Ohne es jetzt genau zu wissen, schätze ich, liegt das daran, dass der Track einfach zu klein ist, als dass alle fahren können. Eine vernünftige Qualifying-Zeit. Würde auf jeden Fall Sinn machen so. Deswegen sehen wir heute zwei Qualifyings. So, es gibt wieder Profiltests. Wie war das bei den 24 Stunden von Le Mans? Wie haben sie gesagt? Die Kinder, wenn man euch sagt, ihr dürft keinen Kuchen zum Frühstück haben, dann gibt es nur eine einzige Alternative. And if you are listening, kids, if they're saying you can't have cake, the only alternative to cake at what is this 2:30 in the morning in Belgium. No, it's not that. Ich führe das nicht weiter aus. Also eins merke ich gerade schon wieder, ne? Nürburgring ist halt einfach wirklich langläufig. Ich war gerade, klar, ist meine Schuld. Bisschen zu spät für die Track-Überquerung. Wollte da eigentlich rüber. Dann haben sie genau in dem Moment, wo ich angekommen bin, zugemacht. Jetzt darf ich einmal außen rumlaufen, unter den Brücken durch und so. Das dauert, ne? Muss man echt pünktlich immer da sein, ansonsten läufst du dir hier die Hacken wund. So gestern auch schon, heute wieder. Also wenn wir hier so gucken, heute wird um einiges mehr los sein als gestern. Die Straßen sind voll. Well, das habe ich nicht erwartet. Dass die Schlange, die zu meiner Tribüne geht, zum Scheller ist. No! No! Hab mir extra Zeit gelassen, weil ich dachte, ich komme easy vom Qualifying noch hin. Ja, scheinbar nicht. Absolut, in dem Sektor hier rückt sich jetzt an die Spitze. Und damit würde ich mal sagen, den Run eröffnet. Die Füße der Schallmauer mit 49,778 für diese Ende in 69er Parade von den Freiwilligen. Dann wird jetzt nach dem Michi. Das ist eine gute Stütze, die Stolle ist gefahren. Jetzt legt er nochmal da mit einer 49,30 bis auf 3 Minuten 55 vor Ende fangen.
der ein oder andere nochmal überlegen, wie man Fahrradfreiheit generiert. Ja, du hast gestern angesprochen. Hier hat man bei einem leicht im Bild. Ja, hier sogar wild im Bild. Geht raus aus der Ecke. Was passiert mit der Sektorzeit? Momentan auf der Ziele gekühlt. 18.3, 15.2. Und bei Spartan Steel fehlen die Diesel auf den Bestwert von Schelden. Wenn du denkst, immer noch nicht. Die Qualifying sind durch. Und mit Marco Wittmann auf 2 mit dabei. Der so, wie bereits erzählt, jetzt kommt die zweite Qualifying-Gruppe. Zu schlagen gilt, damit wäre dann diese angefahren. Zweite Gruppe die schnellere. Was das die Ursache hat, ihr Qualifying zu bestreiten. Aber schafft das einer? Vielleicht hat sich ein kleiner Vorteil. Mechanischer Griff. Ein bisschen Zeit ist verstrichen. Die Jungs fangen jetzt an mit Qualifying. Sie sind einmal kurz raus, haben sich die Strecke angeguckt, sind wieder rein in die Box, ein paar Minuten gewartet und jetzt geht's richtig los. Qualifying ist rum, die Startposition steht, Ferrari vorne, danach kommt BMW mit Sheldon van der Linde und danach wird es schwierig, weil es sind zwei Startergruppen durchzusehen. Aber ja, jetzt kommt erstmal Rennen Next Gen Cup, das heißt, ich gehe weg in die Fanzone und gucke uns da nochmal ein bisschen um. Sind dann um 10.30 Uhr beim Pitwalk am Start. Ich bin wieder hier und am Gucken. Nein, 2 ist halt, Alter, Liebe. Wie gesagt, irgendwann gibt es den Grello als 992 und dann schlage ich wirklich zu, ey. da kann mich dann nichts mehr halten. Ein SL55 ist schon ein echt schönes Auto, ne? Als 63 natürlich noch schöner, aber also rein von der Optik, der neue SL ist wirklich, wirklich top, muss ich sagen. Der gefällt mir echt gut. Möchte ich auch mal fahren. Das kann man tun. Bei Sixt. Ja, mal gucken. Alter. Hat sich gerade richtig gelohnt, beim ADAC anzuhalten. Ich habe ja gestern schon erzählt, im letzten Vlog, dass ich ADAC Premium-Mitglied bin. Ja, die Jungs verteilen Tankgutscheine für Mitglieder hier. So, also nicht, die kriegst du nicht hier, sondern kriegst du dann per Post. Jetzt haben die quasi gesagt, yo, ich bin hier. Oder ich war hier. Jetzt kriege ich einen Tankgutschein, 50 Euro. Per Post. Nehme ich. Geil, wirklich cool. Da bin ich doch dabei. Hier wird rumgekämpft. Das muss ich auch einfach mal zeigen. Ja, da hat ihn eine geile Idee gehabt. Einfach Burritos gibt's hier. Das ist mal ein ordentlicher, wie sagt man, Foodtruck. Das ist ein Foodbus. Richtig geile Idee, muss man erstmal machen.
Den nehme ich jetzt erstmal so richtig wahr. Guck mal den Spoiler von dem Dakar an. Das ist ja geil. Ich mag ja den Entenbürzel von den RS-Modellen, aber der, dass der Spoiler hier so abgehoben ist, ist auch nochmal geil. Das musste ich auch nochmal anhalten. Der Dörr hat nochmal angepasst. 57S. Vor allem das Heck. Der Auspuff. Ja. Das kann was. Ey, jetzt lese ich gerade, Mantai GT2 RS, ne? Mit Mantai Performance Kit. Der hat Wing Support Brackets. Braucht er wahrscheinlich auch. Gucken wir mal. Wahrscheinlich drin. Im Heckdeckel. Ja, sieht man nicht, aber krass. Ja. Ich meine, die Flaps erkennt man, aber. Und die Canards sind auch. Vom Mantai-Kit. Ja, und jetzt stellt euch vor, Porsche arbeitet gerade am GT2 RS. Mantai arbeitet am GT3 RS mit Mantai Performance Kit. Kombinierst du beides? Bye bye. Alle Nordschleifen-Rundenrekorde, denke ich mal. So wie er schon durchgeschimmert ist, hat der GT2 RS, der 992, hat eine 1 vorne stehen. Und ich meine nicht die 100 PS. Guck mal, etwas unkonventionell, aber Mantai hat gerade gepostet. Nürburgring Qualifying is split into two groups to ensure free lap for every driver. On the short circuit, genau das ist nämlich. Der Nürburgring ist, um in Zeiten zu sprechen, 49 Sekunden lang. Das entspricht 2, irgendwas Kilometer. Dort alle 20 Autos drauf zu schicken, macht wenig Sinn. Ja, deswegen haben sie es gesplittet. Und so haben wir jetzt unsere Qualifying Positions, unser Starterfeld fürs Rennen, was um 13:30 glaube ich war es, losgeht. Wird übrigens spannend, ne? Bezüglich Wetter. Ab 14 Uhr ist Gewitter angesagt. Ich hoffe das Beste, dass wir zumindest das Rennen noch kriegen. Bei der DTM gibt es auch so eine Zuschauerbox, wo man rein kann. Wo man hier auch Reifenwechsel an so einem halben GT3 machen kann und vor allem nach vorne durchlaufen kann und direkt ja, an der Pitbox steht. Gehen wir mal kurz hin. Ja. Wir haben hier quasi so eine richtige Box gebaut. Also natürlich etwas rudimentär, aber hast hier auch noch einen Leitstand, wie das Ganze aussehen könnte. Live-Timing, Fernsehbild. Wind- und Wetterdaten. Welche, wie gerade schon gesagt, spannend werden heute. Ja, das kann man machen. Das ist schon geil, dass man da so nah rankommt. Auch während des Rennbetriebs kannst du ja auch hier rein. Das ist ja kein Problem. Das ist schon echt cool. Ich glaube, das macht Sinn, sich jetzt schon anzustellen für den Pitwalk. Ich gehe jetzt hier gerade zum Eingang. Wir haben noch knapp 10 Minuten, bis es startet. Hier ist schon ein bisschen voll. Und go. Es sind schon ein paar mehr Leute als beim Lausitzring. Ja, Audi von Schaeffler ist auch wieder unterwegs, macht ein paar Fahrten. Das hier wird die technische Überprüfung sein, Waage und so, um die Fahrzeuge zu wiegen, nachdem sie vom Qualifying und so kommen. Ich sag mal so, das machst du mal hier durchzulaufen.
IDS Kane durchgekommen zu irgendeinem Auto. Ganz vergessen. Ich habe durch die ersten Reihen durchgezwungen. Jetzt geht's. Jetzt kann ich mich hier bewegen. Ein bisschen. Jetzt sehen wir auch was. Das ist R-Performance. Mantai. Von Eiernschatten. Nebenan von Thomas Preining. Zur Abt kommen wir auch mal ran. Hier die Fanbox, Birol. Geht weiter. Paul Muttersport. Lambo ist schon ein ziemlicher Brecher, ne? Und eng ist es. Man kommt hier. Am Nordostring tatsächlich auch recht nah an die Boxenmauer, sodass man hier auch mal ein bisschen was sieht, was hier so rumfährt. Ja, das ist Musik. Und das war's für uns mit dem Pitwalk. Das ist schon ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Deswegen habe ich mich jetzt mal wieder rausgemacht und wir gehen jetzt in die Fanzone. Es ist fast 11. Mal gucken, ob ich vielleicht was Kleines esse jetzt schon mal, weil ich glaube, vor der DTM komme ich sonst nicht mehr dazu. Gleich geht das GT4-Rennen los. Das wollen wir uns natürlich geben. Ja, und danach dauert es auch nicht mehr lange, kommt die DTM. Deswegen, ja, wie gesagt, ich gucke mal, ob ich was zu essen finde, wo ich Bock habe, damit wir gestärkt in den nächsten Stunden gehen können. Da sehe ich mich. Sieh mal an, wen wir hier haben. Red Bull Drift Brothers. Lassen grüßen. Die haben gestern fliegen lassen. Und natürlich das Wildeste. Das ist der Auspuff. Aber ich muss schon sagen, da merkt man doll, dass JP seinen Einfluss hier hatte im Design, im Karosseriedesign. Was Gutes. Sieht echt brachial aus, die Dinger. Hier ist kein Fanatec am Start, ne? Das ist, glaube ich, eine VRS-Base mit Usher-Wheel. Finde ich gut. Und natürlich Race Woman Simulator. Das ist natürlich der DTM-Simulator. Ich wurde gerade von jemandem gefragt, ob ich Sonnencreme dabei habe. Nicht, weil er sie selbst brauchte, sondern weil er sagte, ey, dein Nacken ist übelst verbrannt. Wenn du nichts hast, ich gebe dir was, dann kannst du machen, meinte ich ja. Danke, aber das ist schon zu spät, das ist schon von gestern. Aber geil, geil, dass er fragt, ey, ohne Mist. Finde ich gut, finde ich richtig gut. Lange hat es gedauert, aber wir sind wieder auf der Tribüne. Und jetzt geht's gleich weiter. Oh, das ist heiß, schweineheiß. Nein, jetzt ist da ein Ja,
Der Kontakt hat ihn rausfliegen lassen. In der Kurve vorher. Der Betonstaub. Und dann löst sich die Rathaus-Innenschale. Dann schleift der Reifen an der Karosserie. Möglicherweise war auch da schon was kaputt. Schade. Hier fliegen die Teile raus. Aber dann schafft er es noch nicht. Und es geht weiter nach hier. Wieder Kontakt, Turn 1. Thank you.
fahren ja. den ja. BMW von Rufe-Racing oder so ein großer Sport mit den Orangen. Sehr intensiv, aber auch sehr fair. Muss man echt sagen. In den Anfang jetzt kommt rein und gleich geht es weiter mit der DTM. Dahinter auf der 4 Wetter sieht eigentlich gut aus. Also Wetter sieht so aus, als wäre beim DTM-Rennen alles trocken. Unser Rennsieger. So, jetzt ist erstmal Mittagspause für na, knapp 40 Minuten und dann geht das los mit der DTM. Ich guck mal, dass ich vielleicht leicht ein schattiges Plätzchen finde. Mal gucken. Und ich habe Sonnencreme in den Augen. Ihr kennt das, das ist furchtbar. Sehr, sehr warmes und auf der vierten Position, das müsste der Audi von Kevin van der Linde gewesen sein, in der Kurve. Das sind die Bilder, die wir sicherlich noch das eine oder andere Mal sehen. Überein.
sagen. Dort hinten sieht alles gut aus. Hier kommt der Regen. Ich hoffe zumindest nicht, dass es regnet. Reining hatte gerade einen Boxenstopp und dann ist die Plus weggeflogen. Das ist wohl eher noch beim Fahren. Jetzt muss er sogar überrundet werden. Das ist natürlich die Gefahr beim frühen Boxenstopp, ne? Jetzt ist Thomas Breining in dem Bereich, wo er die Leute vorbeilassen muss, weil der Boxenstopp halt schlecht war. Siehe, wenn er gleich ankommt. Gerade eben war er an der 3. Jetzt glaube ich an der 5, wenn er gleich herkommt. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Bortolotti hat jetzt genau dasselbe Problem. Genau zwischen den beiden Führenden nach dem Boxenstopp. Aber es wird wahrscheinlich nicht so schwerwiegend wie bei Thomas Breining. Mit der Brechstange. Jetzt geht's los. Der Regen kommt. Erst Tropfen. Wir müssen also leider auch schnell die Kamera wechseln. Ich bin jetzt auf der GoPro, weil die ist wasserdicht. Ich habe es nicht erkennen können, aber das ist ein ganz großes Problem. Thank you.
Was zu tauschen. Ein Minuten muss er noch hoffen, dass es nicht mehr regnet. Verdammt, hat es nicht getan. Ab
ab in die letzte Runde. Kommt jetzt noch starkes Team. Die gehen jetzt in ihre letzte Runde hinein und fahren dann auch mal komplett durch den Verkehr hindurch. Der Vorsprung vom Rast war 2 Sekunden. Jetzt fällt Van der Linde auch auf seinen Bruder los. Helmen, die sind nicht auch gerade da in der Schikane. Das war ein richtiges Rennen. Ey, also anfangs hat es ein bisschen geschwächelt, ne? Weil alle Reihe und Lead so gefahren sind bis zum ersten Boxenstopp. Dann gab es schon das erste Boxenstopp-Chaos, weil die in der Box waren, sind genau in denen, die es noch nicht waren, rausgekommen, hatten dann Blue Flags und hier und da und boah, krass. Und dann kam der Regen, Alter. René Rast einfach Held des Tages, wirklich. Der hat richtig gut gemacht, so richtig, richtig genau die richtigen Entscheidungen getroffen. Der war nämlich nur einmal in der Box und hat sich somit den Rennsieg geholt und ist absolut verdient Erster. Krass. Also Respekt an Schubert Motorsport und René Rast fürs Fahren. Wirklich krass. So, ich mache mich jetzt aber auf den Weg. Erstmal wieder ins Hotel. Ich habe immer noch Sonnencreme in den Augen. Ihr seht mich wahrscheinlich nicht. Ist gerade saudumm hier in der Brücke, unter der Brücke. ich sag mal so, das Programm jetzt dafür, dass es jetzt ja relativ lange, zumindest immer ein bisschen regnen wird, sage ich mal, für den nächsten Gen Cup, muss ich jetzt nicht hier sein. Und dieses DTM Classics Rennen. Kommt leider erst um 16.25 Uhr. Das werde ich mal gucken, ob die das überhaupt streamen. Wenn ja, dann gucke ich das vom Hotel aus. Aber das Video ist natürlich noch nicht vorbei. Wir machen noch mal ein bisschen was in Nürnberg. Hier noch was essen. Machen uns noch einen entspannten Abend. Ja, aber das vom Renntag her war es das erstmal. Wirklich, wirklich stark. Wirklich starker Renntag, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich noch mehr auf morgen. Und morgen ist, glaube ich, sogar die Sonne ein bisschen weniger doll. Und kein Regen angesagt. Beides gute Kombis. Oh ja. Krass heute gewesen. Ja. Es macht durchaus Sinn, jetzt zu gehen. Ist das kacke. Nun ja. Wetter ist besser als erwartet, aber ein Audi von Timo Scheider, wie gesagt, ich gucke das Classics-Rennen trotzdem hier. 2, 7, kann das sein? Irgendwo am Tablet. Schönes Hotelbett. Frisch geduscht, frisch umgezogen und immer noch mit asozial viel Sonnenbrand. Wirklich, mein Nacken ist richtig krass. Geht's jetzt zum Sightseeing in Nürnberg und auf jeden Fall was essen. Regenschirm habe ich mir auch mitgebracht. Weil, naja, ein bisschen tröpfeln tut es auch noch. Habe mich trotzdem für die Osmo entschieden, weil die ein bisschen, ja, zum Vloggen ist die schon cooler. Okay,
ein Mahnmal müssen wir uns trotzdem ansehen, weil ich den Spruch unfassbar genial gerade finde. Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Genug gesagt, mehr braucht's nicht. Das ist, entspricht genau meiner Meinung. Das hier ist das Nürnberger Staatstheater. Sieht nicht schlecht aus, aber ehrlich gesagt, mit dem Zwinger in Dresden kann es dann doch nicht mithalten. Hier ist gerade so ein Stadtfest oder so. Ich weiß, das widerspricht sich irgendwie, aber ich bin kein Typ für Feste. Ja, ich weiß, ich bin gerade bei der DTM. Aber ich gehe hier schnell durch und bin dann auch schnell wieder weg. Das gibt mir jetzt gerade so Dresden-Vibes hier. In den ganzen alten Gebäuden unten haben wir trotzdem so Ladengeschäfte drin. Das ist in der Dresdner Altstadt genauso. Das ist geil hier. Nerds Heaven. Die Spielhalle im Altbau, wer kennt's nicht? Und was auch immer das für ein Auto ist, steht davor. What the fuck? Habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass das der absolute Trend ist. So ein Laden, so eine Ladenfläche bestehend ausschließlich aus Automaten. Alles zugepflastert. Und ein Boxautomat auch noch drin. Das als Späti hier in Nürnberg, Samstagabend. Wir haben Samstagabend. Wenn alle am Party machen sind und irgendwo absacken müssen und irgendwas besorgen müssen, ja dann hier, ne? Ist eigentlich eine gute Idee. Auch ein beeindruckender Winkel, muss ich sagen. Sieht aus, ey. Sieht aus. Mal wieder was, was ich im Vorbeigehen gefunden habe. Aber hier gibt es Carbonara. Da bin ich am Start. Pinsano. Bewertungen waren auch ganz gut. Cola ist da. Carbonara ist da. Das wird sicher gut. Was Süßes dachte ich mir, darf dann auch nicht fehlen. Ich bin ja beim Italiener und beim Italiener gibt es bei mir mal Tiramisu. So, also ich bin echt satt gegessen. War sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Dafür, dass ich einfach nur das entdeckt habe, indem ich vorbeigelaufen bin. Weil ich auch nicht wusste ganz genau, was ich essen möchte. Ein sehr guter Pick von mir. So, und das war's dann auch mit diesem Vlog von Samstag, von der DTM. Rennen 1, sehr spannend. Sehr krass, sehr viel Action. Mal wieder Regen. Also DTM ist irgendwie auch so ein bisschen Regengarant, wenn ich mit am Start bin. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Mir auf jeden Fall. Morgen geht es weiter. Morgen bei mir, in ein paar Tagen bei euch. Ja, mit Rennen 2 der DTM und dem letzten Tag hier in Nürnberg am Norrisring. Wirklich cool hier, kann ich echt sagen. Kann ich nur empfehlen, dass jeder mal so einen Stadtkurs mitnimmt und der Norrisring ist echt cool. Ist ein geiles Feeling, ist mal was anderes als so eine Rennstrecke. Auch wenn ich natürlich die Liebe für Rennstrecken ist natürlich trotzdem ganz groß. So, genug gequatscht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt das Video und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend, Tag, Morgen, was auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.